Hey Friends! So, heute habe ich hier Verstärkung dabei. Meine beiden Geschwister, die Julia und den Niki, denn wir probieren 30 Jahre alte Hitschler-Süßigkeiten. Die sind hier in dieser Kiste drin von unserem Opa, ja, und von unserem Vater. Die haben sozusagen sich die Produkte damals überlegt. Und jetzt gucken wir mal rein. Oh mein Gott. Also mein erstes Produkt, was ich direkt mal greife, volles Rohr. Volles Rohr Cola. Ihr wollt immer Cola-Flavor. Wir haben sie. Sie sind richtig hart. Also guck mal hier, da geht gar nichts. Okay, wir machen sie einfach auf. Oh mein Gott. Okay, das ist richtig hart. Ich bin schon ein paar Jahre abgelaufen. Eigentlich ist die Füllung weiß, jetzt ist sie gelb. Okay, guckt euch das mal bitte an. Es ist halt auch komplett verlaufen. Boah, das so, Philipp, dann. Ist ja, hart. Nee, jeder eine. Attacke. Boah, das ist, ey, Leute, das ist richtig hart. Komm, geteiltes Leid ist halt. Du auch noch einen, los geht's hier. Boah, aber riecht auf jeden Fall noch nach Cola. Das riecht nach Cola. Los geht's. Ja, komm. Ein bisschen härter. Hart, aber schmeckt. Der Geschmack. Ja, schmeckt immer noch. Aber jetzt nur noch 30 alte Süßigkeiten. Kannst du essen. Schmeckt gut. Ein bisschen Fahrt hinten raus, ein bisschen Fahrt. Ja, kann man essen. Boah. Okay. Also wenn man nichts anderes hat, dann gehen die schon. Okay, oh, jetzt kommt's. Komm mal her. Digga. Boah, da kommt ja irgendwas raus. Die sind auch solide 25 Jahre abgelaufen. Boah. Okay, boah. Für den Geschmack ist bitte jetzt was Neues. Hitchies. Okay. Geil. Weihnachten. Dankeschön, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Firmengruppe Hitchler International. Von mit dem alten Logo. Kein MHD drauf. Mystery Box. Okay, no risk, no fun. Ja. Boah, so, also schlimmer als die Cola-Dinger kann es nicht kommen. Okay. Ja. Okay, ich nehme die roten. Die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Aber ich sag mal, das ist auch wirklich Hydragierkunst, was wir hier machen. Ja. Guck mal hier, ich dachte mal, über 20, 30 Jahre alt. Ey, aber guck mal, immer noch mega krass, Leute. Okay, auf die Plätze. Haben wir immer noch. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Alter. Ich glaube, wir haben einen Zahn verloren. Komplett auseinandergesprungen. Aber das Krasse ist, Zucker. Zucker kann eigentlich nicht ablaufen. Also schmeckt auf jeden Fall besser als das volle Rohr. Mhm. Also muss halt lange nur im Mund halten, dann weichen die irgendwann ein. Boah, das ist aber schon hart, ey. Mhm. Hart, aber lecker. Aber die haben den Geschmack noch nicht krass verloren. Ja, aber das also, ist Hitchies-Qualität! Okay. Hält auch die längsten Jahre, Leute. Next one. Ja. Was haben wir hier? Cola-Schnüre. Oh, wollt ihr sie echt probieren? Hey, oh. Ja, ich habe schon genug Cola gehabt gerade eben. Ne? Boah, die damals schon vegetarisch, ne? Mhm. Was? Ab sofort vegan übrigens, Friends. Denkt dran. Also die Verpackung vegane ist schon ein bisschen vergilbt, aber was soll's. Ich habe einen Geschmack im Mund. Das aber was ist das für eine Edition? Die New York Edition. Geil. Aber die Schnur sieht auch richtig gut aus. Guck mal hier. Mhm. Also hält. Aber das seht ihr halt. Da, wo Hitchies draufstehen und Hitchler, ist halt auch krasse Qualität drin. Ja. So, los Von geht's. Wann sind die ungefähr? MHD? 2004. MHD März 2004. 20 Jahre. Ja. Oh, schlappe 20 Jahre. Hält. Aber ey, guck mal, die Farbe ist noch da. Ja. Ja. Da seht ihr. Okay, ich nehme jetzt mal so eine. Achtung, ich nehme mal so eine. Ich muss sie probieren. Also, sie riecht. Riecht ein bisschen nach Lakritz. Okay, los geht's. Let's go. Komm. 3, 2, 1. Mhm. Aha, Cola schmeckt aber noch. Ist wie so eine harte Spaghetti. Ja. Kennt ihr diese Spaghetti, die so al dente sind? Wo ist das? Sehr al dente. Boah. Das können ja auch Spaghetti sein. Ja, aber mein Favorite bis jetzt. Ja. Boah, aber die schmecken halt immer noch nach Cola. Nee, aber die schmecken nicht geil. Ja, hinten raus. Ich würde jetzt nicht. Nee. Ey, wir können mal die Friends da welche schicken. Die sich trauen. Okay. Okay. Ja. So, und was haben wir noch? Jetzt hier, last but not least. Nee. Ich hab auch noch. Boah, der ist hart, aber das ist rot. Rudi Rotnase. Also ich brauch was. Ich hab noch zwei richtig geile Sachen. Also sag du mal, also ich hab hier noch richtig geile Jetties. Jetties, die haben wir früher mit Kaugummi, weil wir haben ja auch mit Kaugummi angefangen, bevor dann der Kaugummi kam. Die sind aus 2000. Das ist der Ursprung unserer Hitchies. Genau. Dragierte Kaugummi und jetzt dragiertes Kaugummi. Ja, geil. Genau. Macht ihm auf. Jetties, geil. Los geht's. Boah, von wann sind die? 2-4? No. Oh, nee, 2-2. Ja, genau 20 Jahre. 20 Jahre? Nee, 21 Jahre. Ja, 21 stimmt, ja. Ja, nee, komm, mach die erst mal zusammen. Ja. Leute, mein Magen, der wird. Okay, ja. Seid ihr fertig? Ja. Los geht's. 3. Und los.
Krass. Schmeckt Peppermint. Was ist das? Ja, Peppermint, geil. Geil. Ohne Zucker. Ohne. Ey, aber. Geht. Ey, kannst du easy essen. Möchtet ihr auch was? Aber Problem ist, so Maltit wird echt abführend. Das zu viele. Steht auch bei Mentos, glaube ich, drauf. Ja. Nur zu viele Mentos mögen abführen. Okay, Niki, na jetzt das Letzte. Fuck, UFOs. Yes! Mit dem Marsmännchen sogar noch. Ey, habt ihr die Verpackung schon mal gesehen? Oh! Originales Ablaufdatum 2000. Krass, fruchtige Schleckbrause gefüllt in UFOs, okay? Krass. Haben wir original wirklich als Kinder schon gegessen, boah, ne? Ja. Aus ja. Der Verpackung. Du hast doch die echt, du hast doch die gerade noch da. Haben wir nicht da? Ja, mal, die gerade da. Boah, hat sich schon ein bisschen was getan in der letzten Zeit. Kleine Packung etwas größer geworden. Also, aber der Name ist gleich geblieben. Der Name ist und den gleich. UFO haben wir auch nicht mehr hier. Und der Name ist auch Programm. Oh, das ist da drin schwarz. Jo, die sind einfach echt schwarz. Vergammelt, die sind vergammelt. Das kann ich nicht essen. Der ist Zucker. Boah, ja, sieht man das da? Braun geworden. Ja, okay, let's go. Okay, nee, aber gib mir, ich mach mal auf. Ja, also, ich mach mal hin. Ja, ich mach hinten auf. Okay, Leute. Boah, nee, okay, Leute. Okay, Leute, haltet euch bitte fest. Haltet euch bitte fest. Boah, let's go. Okay, das ist richtig hart. Okay, hier, Niki. Das ist wie so eine Oblate. Halleluja. Ich kann das nicht essen. Das ist halt richtig. Danach also, haben wir eine Magenverstümmelung. Dann lassen wir durch. Boah. Das kannst du nicht essen. Boah. Aber der riecht. Boah. Also, es ist eher so wie ein Massi schon. Boah, Leute. Okay, also pass auf. Aber kann man also das hier, essen? Ich habe keine Ahnung. Das kann man selbst nicht okay, wir probieren es jetzt aus. Sollen wir okay. Jemanden fragen, ob man das noch essen kann? Okay, los, können wir das mal aufmachen halt? Okay, aber sie knacken noch. Guck mal. Oh, ich kotze. ASMR. Boah, das ist hart. Boah, nee, das kannst du nicht mehr essen. Das kannst du halt irgendwie nicht mehr. Das ist, ey, da, okay, drei. Ja, komm, wenigstens das Esspapier kannst du essen. Boah, der Zucker, der stirbt. Ja, komm. Drei. Du musst noch fahren, rein damit. Aber nur das Esspapier erstmal, oder? Hast du schon gegessen. Ah, schmeckt. Schmeckt wie immer. Okay, ist ja Zucker. Durch die Nase. Boah, jetzt hier die Dextrose. Er sieht halt ein bisschen auf die Popel, ne? Ja, komm. Boah, nee. Okay, let's go. Ey, aber ist noch sauer. Ist noch sauer? Ja, komm, ich probier's gleich. Ein kleines bisschen hier. So, schon. Dreck rein in die Magen. Boah, schmeckt richtig hart. Also sauer? Aber schmeckt nicht geil. Ja, schmeckt halt einfach nur nach Säure, ne? Und dann irgendwie so ein bisschen Farbenbeigeschmack. Okay, hier. Also, die ja, gut, Augen also. Boah, Leute, ganz ehrlich. Nicht bestanden. Wir nehmen die neuen! Was soll's? Ah! Ja. Wahnsinn. So, Wahnsinn. Jetzt nehmen wir die neuen. Ich brauche mal was Leckeres. Ah! Hier, Niki, was Leckeres. Leute. Ja, die sind gut. Die sind aber die besten. Frisch produziert von der Woche, schmecken okay. Gut. Hey Friends, hat richtig Spaß geil. Gemacht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns hat Spaß gemacht. Wir wissen noch nicht, was mit uns passiert. Ja. Wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid. Wenn ihr mehr zu unserer Familie wissen wollt, guckt mal die anderen Videos. Da habt ihr auch unsere Mama mal gesehen. Ich habe mit Julia auch über den Adventskalender geredet. Wir werden auch immer mal wieder Sequenzen mit der Family posten. Ganz viel Spaß. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert, was wir beim nächsten Mal probieren. Die Kiste ist noch voll. Sagt, was ihr sehen wollt. Und viele Grüße. Wir laden gerne ein. Tschüss, Friends. Ciao.